habe fast durchgängig figürlich gearbeitet, aber mit kleinen Ausflügen in die abstrakte Kunst und bin dann aber wieder durch die Beschäftigung mit Tanz und mit in der Zusammenarbeit mit Tänzern und Tänzerinnen wieder zu dieser Figuration gekommen, die ich jetzt letzten Endes hier zeige. In diesen Pausen, wenn ich also nicht selbst gespielt habe, sondern nur die anderen haben gespielt und die Tänzer haben getanzt, dann habe ich halt gezeichnet in mein Skizzenbuch, was ich immer bei mir habe. Und da habe ich gemerkt, dass das Tanzen, also die tänzerische Bewegung, ist für mich was, womit ich eigentlich alles ausdrücken will und kann, was mich bewegt. Und das hat dann eben in der Folge dazu geführt, dass ich diese Bilder mache, wie sie heute zu sehen sind. Die Skulpturen war eigentlich eine folgerichtige Weiterentwicklung von meiner Arbeit in der Zweidimensionalität, dass ich einfach die Figuren rausgebracht habe in die dritte Dimension. Und das hat mich auch dann so gefesselt, dass ich dann doch eine ganze Reihe von Skulpturen gemacht habe und auch immer noch mache. Die Zeichnung ist eine eigene Kunstrichtung für mich, aber die ist auch gleichzeitig die Basis für alles andere, was ich an künstlerischer Arbeit schaffe. Also ob das jetzt Grafik ist, Skulpturen, Malerei oder auch eine Buchillustration. Alles ist, und die Grundlage dafür ist eine Zeichnung. Man hat natürlich immer Einflüsse, alles was um einen herum ist und was man so sieht. Und das geht in den Nachrichten los und das geht über Bücher und Kunstgeschichte und Filme und Ausstellungen und alles, was man so sieht, das nimmt man ja alles auf und irgendwie wird das gefiltert durch die Persönlichkeit und verändert sich dann so, dass dann irgendwann, je nachdem, eben ein Stil entsteht. Und was mich sehr auch beeindruckt hat, das war asiatische Kalligrafie. Auch meine Figuren zeichne ich alle mit dem asiatischen Pinsel, also mit dem kalligrafischen Pinsel. Das ist eine Art Figurenschrift für mich.